4. Zweiter gegen Dritter. Das ist die Gruppe, wo wir Martin eben gesehen haben. Martin 4 Spiele, 4 Siege. Erik 4 Spiele, 4 Siege. Und Konstantin Miric 4 Spiele, 3 Siege. Hier geht es quasi schon um die Qualifikation für die nächste Runde. Erik, Spieler beim Zweitligaspieler beim Potsdamer Verein BSV Motor Babelsberg, Entschuldigung. Auch schon lange jetzt dabei hier in Brandenburg. Halber Lokalmatador, kommt glaube ich aus Magdeburg. Spielen die denn noch Liga? Ich habe mal was gehört, dass du das. Ich kann das jetzt. Nein, da habe ich jetzt keine neuesten Informationen. Ich weiß nur, dass sie dieses Jahr gespielt haben. Und, okay, ja, das kriegen wir vielleicht noch raus. Ja, da gibt es noch ein paar Gerüchte drum um Babelsberg, aber das ist eigentlich deren Sache. Ja, natürlich, genau. Ist es deren. Den Konstantin Miric, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, kenne ich nicht. Scheint aber auch ein ganz hervorragender Spieler zu sein. Ja. Ja, Erik muss noch gegen Martin spielen, da Konstantin hat es hinter sich. Das heißt, das ist schon ein sehr entscheidendes Spiel. Immerhin geht es da dann auch um den Gruppensieg und, was ich vorhin beim Nils schon gesagt habe, darum, sich direkt für Sonntag zu qualifizieren und nicht diese Abendrunde heute zu spielen müssen. Ja. Ist schon ein enormer Vorteil, wirklich. Und wie wir erwarten konnten, 10-mal Erik prägt. Sieht die 1. Kann auch ein bisschen was draus fummeln. Sehr gut, also wirklich sehr gut die Idee. Oh ja, die 1 auch so schön mit diesen, so schön fein, dass sie ja sich da gar nicht wegbewegt. Ja. Schön hinter die 7 und auch hinter die Kugeln. Die Idee schien ja auch sofort gehabt zu haben. Das war ja sehr zügig gespielt. Genau. Gar nicht lange überlegt. Zack, gleich ein schönes Safe gelegt. Wunderbar. Ja, gucken wir mal, wie der Konstantin da rauskommt. Ja, der Weg ist noch offen. Mit viel Effet hinter. Versuchen die Weiße hinter 7 zu lassen. Ist natürlich umso viel mehr Effet man geben muss, umso schwieriger, das dann zu berechnen, wie sie von der 1 dann abläuft, die Weiße. Weil man nicht ganz genau den Treffpunkt weiß. Ja, Erik auch eigentlich ein relativ sicherer Spieler. Also sehr sicherer Spieler, spielt ja auch nicht umsonst zweite Bundesliga. Ein großes Puttvermögen, auch gute Start, das Spiel von ihm. Ist jetzt hier bei der Partie jetzt nicht so schwierig, das durchzudenken, aber abspielen muss man sie alle. Es sind immer 7 oder 8 Bälle, die man fehlerfrei spielen muss, egal wie sie liegen. Hier könnte zum Beispiel schon mal eine kleine Flüchtigkeitsfehler sich eingeschlichen haben. Gerade geworden, ne, wie es aussieht. Spielt passend zum Shirt mit roten Handschuhen. Ja. Muss ich mal darauf achten, ob da Babelsberg drauf steht. Nee, da steht Molinari drauf. Schleichwerbung gemacht. Molinari gehört ja auch mit zu den kleineren Sponsoren hier. Ja, sicher. Was ich gesagt habe, eigentlich sehr pottsicher, der Erik. Und damit steht es 1-0. Genau. Zügiger Turnierverlauf heute. Also keiner muss lange warten. Sehr angenehm heute Morgen. 32 Spieler, 4 Gruppen. Gruppen kommen in die entscheidende Phase. Gut, wir haben ja ausreichend Tische im Rennen hier, ne? Für die 4 Gruppen. Das passt ja. Auch gefällt mir auch sehr gut. Schöne kontrollierte Weiße. Ja, prima. Ja, ist jetzt leider, ich glaube in dem Fall muss man sagen, leider fällt die 1 noch ein. Jetzt liegt die 2 dunkel.
Mit der 1 im Loch hätte man aus der Position eventuell noch ein bisschen mehr zaubern können. Aber sonst sehr starkes Break, sieht man schon. Da ist auch Qualität im Stoß. Ja, ich bin ja so ein Fan, wenn die Weiße, auch beim, also der Stoß war ja nicht so relativ stark wie beim Nils, aber ich mag das ja, wenn die so richtig starke Stöße spielen, die Weiße trotzdem so wahnsinnig gut kontrollieren können. Ja, das ist, glaube ich, eine Einladung zu einem guten Save. Das, ich glaube, den Push-Out hätte ich anders versucht zu spielen. Dass die Weiße hinter die 5 laufen lassen. Ah, das ist eigentlich, hat Erik die Qualität, das besser zu verstecken. Neigt ein bisschen dazu, auch manchmal ein bisschen zügiger, zu zügig zu spielen in meinen Augen. Da ist ein bisschen, ist noch Potenzial. Ja, da sieht man doch, das sieht man schon. Also ja. Konstantin, auch sehr guter Putt-Spieler mit Sicherheit. Gut gelocht. Ja. Schön das Fenster gefunden da, zur 3. Ja, ja. Einwandfrei, muss jetzt warten. Tick am Nebentisch wird gespielt, also das ist jetzt nicht, dass er überlegt darauf. Oh. Ein bisschen die Ecke mitgenommen. Ja, es gibt so manche Winkel, die mögen, also ich kann das auch nur von mir sagen, es gibt einfach manchmal Winkel, wie man den Kühl über die Bande schiebt, die man einfach nicht mag. Und es kann sein, dass das dann auch bei manch anderen so ist und dadurch ein bisschen Ungenauigkeit in den Stoß kommt. Aber das hat er ja ideal gerettet. Ist jetzt in der Position. Da gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viele Fehlerquellen, außer den Spieler selbst. Das wird ein spannendes Ding. Ich glaube, das wird knapp. Ah, Erik wird sich ärgern, dass er den Safe da so leichtfertig vergeben hat. Das war eine deutlich bessere Situation für einen Safe. Ja. Öfter mal die Taschenbreite aus. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Das ist eigentlich eine Grundsache, eine Grundlage, die man schon früh beigebracht kriegt. Man muss nicht jeden Ball in die Mitte vom Loch spielen, wenn der Winkel halt besser ist. So breit war die Tasche dann so breit, nicht. Genau. Richtige Antwort. In dem Fall hat der Erik jetzt noch mal eine Chance. Ja, unter Bundesligaspielern eigentlich auch ein Pflichtball, den als Banker zu versenken. Das ist der ideale Banker auf Mitte, leicht Gegenwinkel und dann. Ja. Naja, das ist auch heute absolutes Muss, um da halbwegs mithalten zu können. Haben wir ja beim Nils auch gesehen, der stellt den Ball sicher mit Absicht sogar. Ja, geschenktes 2-0. So sieht's aus. Auf der Suche nach dem Reck, da ist es. Nee, das trinke ich nicht. So, auf geht's. Erik mit dem Break, 2-0 Vorsprung. Gute Position für ihn. Ja, bringt. War eigentlich davor dasselbe, ne? Bringt die 1 und Weiße nach unten, das ist natürlich auch gut. Ja, das anheben, runterziehen, kein Problem.
liegt was auf dem Tisch, jetzt ist es weg. Ja, ein bisschen wenig. Ist das ja die Aufgabe des Spielers, der nicht dran ist. Genau. Und dann ist das alles auch kein Problem. Aber da gibt es auch regelrechte Folie wegnehme Verweigerer. Habe ich auch schon erlebt. Ja, klar. Aber genau genommen ist es, glaube ich, ein Foul, wenn dann die Weiße drüber läuft, dann im Spielverlauf. Ja, ja, da gibt es. Ich bin jetzt da nicht ganz so regelfirm, aber da glaube, da gibt es Regeln für. Und es wird eigentlich vor dem Turnier oder vor Meisterschaften festgelegt, wie es gemacht werden soll. Ja. Es wird eigentlich auch nochmal explizit erwähnt. Ja. Ah, ich wollte gerade sagen Glück und Pech, aber das war dann Doppelpech. Einmal fällt die Eins nicht und einmal fällt die Weiße. Weil die Eins war nicht wirklich schlecht gespielt. Das war der Tascheneinlauf, der da die verhindert hat, dass der Ball verliert. Diese Bälle mit viel Wirkung, die man doll spielen muss, haben natürlich immer ein riesen Fehlerpotenzial. Also kann schnell mal daneben gehen. Das weiß jeder. Ja, und die Chance darf er sich jetzt nicht gehen lassen, weil dann steht es 0-3 und dann könnte das auch das Ende des Turniers für den Konstantin bedeuten. Ist natürlich die Option noch für einen Gruppendritten dann, aber die ersten zwei werden sich dann ganz klar herauskristallisiert haben. Also um Gruppensieger zu werden, muss Konstantin gewinnen. Überlegen, wie man die 6 spielen kann. Ne? Der muss von der 4 zur 6. Das heißt jetzt die ideale Stellung. Ist in dem Fall der kleine Winkel, ist glaube ich in dem Fall kein Nachteil. Lang der parallel zur rechten langen Bande. Ja, kann er hochlaufen lassen. Nein, er das ist die anders. Zweite Variante und auch sehr gut gelöst. Ja. Hat jetzt natürlich auf den langen Weg den größere Potenzial, mit schlechten Winkel liegen zu bleiben, was jetzt eigentlich auch passiert ist. Ja. Oder? Sieht vom, auf dem Live-Tisch ein bisschen gerade aus und besser. Ja, kommt drauf an, wie die 8 da steht. Ne? Genau. Dann, aber sieht auf dem Live-Tisch im Live-Bild deutlich besser aus, als jetzt hier im TV-Bild. Genau, lag fast gerade, konnte er noch Stoppball spielen. Ja. Ja, schöne Kielführung eigentlich auch. Konstantin Miric mit Sicherheit, sieht man auch an seinem Gesichtszügen, jugoslawischer Abstammung würde ich jetzt tippen. Also früher haben wir mal Jugos gesagt, heute unterteilt man ja Kroaten, Serben, Bosnier. Ja. Jetzt kommt es aufs Tempo an, aber ich denke, das hat er drauf. Das ist übrigens, jetzt fällt es mir richtig auf, ist übrigens Linkshänder. Spielt mit links. Mag ich ja immer. Ich finde, Linkshänder sehen optisch immer gut aus. Ja, und schafft den Anschluss zum 2-1. Sehr wichtige Partie für ihn. Kann und durchaus auch aufs Matchverhältnis in der Gruppe nachher ankommen. Jedes Spiel wichtig. Jedes Spiel ist wichtig, ganz genau. Ja, damit haben wir auch schon aus allen 4 Gruppenspiele gesehen. Gruppe 1. Nils Fähn, klarer Favorit. Hier die Gruppe sehr offen mit Martin, Erik und dem Konstantin Miric. In Gruppe 3, Marc Wolf, Dean Riesinger.
Und Gruppe 4, Martin, das ist ja die, wo ich gerade gesagt habe, genau. Ja. Und Gruppe 2, Tom Damm. Nächste Partie ist dann Thomas Schlegelbich, Martin Pogundke, wie ich gerade hörte. So, der Break ist vollzogen, genau. Erik mit Ball in Hand. Sollte jetzt auch zuschlagen, damit es nicht mehr knapp wird. Läuft ihn zu weit. Das ist etwas in die Hose gegangen. Hat auch im Spiel davor schon gezeigt, dass er ein, zwei Tempoprobleme hatte. Das ist auch so ein Optionsball, glaube ich, beides. Safe oder Lochen. In dem Fall würde ich sagen, lieber zu kurz bleiben, dass er an die andere Bande dann wieder läuft. Aber wie ich sagte, eigentlich ein Optionsball. Und? Ja, der geht. Der geht? Ich fürchte ja. Ja, deswegen sage ich, in dem Fall immer auf die kurze, also auf die andere Bande verschießen, weil dann geht er wieder zur Bande runter. Ganz kleine, geht doch nicht. Ganz minimal. Ja, geht als Jumpshot. Gut, als Linkshänder kommt er da auch definitiv besser ran als als Rechtshänder. Ja, ja, also den als Rechtshänder zu jumpen, das finde ich, ist dann schon eine ganz schöne Kunst. Ja, das ist auch wieder eine Unterschied. Der winkelt den Arm so in so einem V ab. Ne? Der Christian Fröhlich vorhin, der hat in so einem L abgewinkelt den Arm. Ja, hat ihm aber jetzt nicht so wirklich viel gebracht. War natürlich schöner Ball, aber... Ja, wenn er damit was anfangen kann. Ja, es geht natürlich, den jetzt ganz dünn in die Mitte reinschneiden. Ja, der Regisseur auf der Höhe zeigt uns zwar den Winkel. Ja, aber viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Hat aber auch nominiert, hat mit dem Köhler auf die Tasche gezeigt. Also ich gehe von aus, wobei natürlich ein extremes Risiko mit der Weißen auch besteht. Ne? Die klappert auf die Neuen oder geht dran vorbei. Ja, klappert auf der Neuen. Gut, okay, wäre gut gegangen mit der Weißen, aber... Ja, unangenehmer Winkel. Ja, kann man durchaus ein Safe in Betracht ziehen. Weiße hinter der 8 verstecken. Das, glaube ich, hat er auch vor. Oder spielt er den Banker? Ne, er spielt den Banker. Ist doch sehr offensiv geworden hier, das Spiel. Ja, will da nichts anbrennen lassen. Es ist auch inzwischen das Selbstvertrauen. Das ist halt wesentlich höher als vor Jahren, diese Banker auch alle sicher zu treffen. Ja. Und die Situation war natürlich auch so, wenn er trifft, ist die Partie hundertprozentig aus. Das ist also in dem Sinne kein Risiko. Das ist halt nur sein Selbstvertrauen, den Ball zu treffen. Wenn ich danach noch 5 Probleme habe, würde ich so einen Ball nicht angehen. Ne? Hat wieder mit dem Tempo Probleme. Wollte mit Sicherheit nicht für Mitte stellen. Nein, wollte er nicht. Wird er jetzt aber trotzdem nehmen, denke ich mal. Oder was macht er? Nö, geht er noch in die Ecktasche. Ne? Ja, den geht er noch in die Ecktasche. Die Position, das ist wirklich, wie man das sieht. Ne? Ja, man sieht die Position. Ja, auch. Wundert mich ein bisschen aus der Position. Sah der sehr, sehr, sehr lochbar aus. Ja, damit ist alles wieder offen. Konstantin noch mal von der Schippe runter gehüpft. 2-2. Haben wir gar nicht mit gerechnet. Nee, haben wir nicht mit gerechnet.
Ist auch für mich ein bisschen verwunderlich, dass er den nicht gleich mit dem Tempo spielt, dass er Dollar ist und für die Mitte. Oder sogar mit dem ganz großen Tempo, dass er über Bandenwurfstellung läuft. Ja. Weil dieses immer nur langsam einspielen und hoffen, er bleibt noch zu stehen, das geht so oft schief. Also, und der Erik ist ja stark genug, das über Bande zu berechnen, wie die Weise läuft. Da muss er ja keine Angst vor haben. Das sind viele Dinge, die mit Selbstvertrauen zu tun haben, ne? So eine Sachen. Ja, das konnte so, man sehen. Das konnte man am Treffpunkt der 1 schon sehen, dass sie weggeht. Okay. Ja, das ist natürlich so schnell kann ein Ball. Der Konstantin verschenkt die Partie. Eigentlich muss Erik sicher sein. Dann verschenkt Erik zurück und schon. Dann auch noch sowas und plötzlich ist er hinten. Ne? Kann passieren. Ja. Ja, und eine Partie, sehr dankbare Partie. Jetzt der aus meiner Sicht schwerste Ball. Ah, nicht unrecht behalten. War aus meiner Sicht der letzte, der schief gehen kann. Ja, muss er aber auch nicht dahin ziehen. Ne? Nee, also, kann auch kürzer halten. Ja. Natürlich. Verstehe ich auch nicht, warum, was der Plan war, aber muss ja nicht alles verstehen. Aber schön ist es ja auch, diese Unterschiede zu sehen in diesen unterschiedlichen Spielstärken, die wir hier jetzt auf dem Tisch schon gesehen haben. Ne? Dass man das auch mal richtig schön vergleichen kann, wo die Qualitätsunterschiede nachher sind. Ne? Halt in erster Linie in der Stellung auch. Putten können sie inzwischen alle. Da muss man gar nicht drüber reden. Ja, schöner Versuch, aber hat nicht ganz gereicht. Ja. So, schon ist der Erik wieder im Geschäft. Ja, hoffentlich aus meiner Sicht auch ein bisschen mehr Konsequenz. Also ich finde, er verschenkt teilweise leichtfertig. Er hat mit dem Safe eine Partie leichtfertig verschenkt und mit der neuen davor der Stellungsspiel eine Partie sehr leichtfertig verschenkt. Da fehlt mir so der letzte, allerletzte Biss, alles immer richtig zu machen. Ne? Er kann wahnsinnig gut spielen. So sieht man an dem Ball. Das ist ein ganz herausragender Ball. Genau. Und auch war ja schwierig mit der 10, die Weiße rauf und runter laufen lassen, dass er da nicht hängen bleibt, aber hat er sehr gut gelöst. Genau. Ich glaube, dass es beim Erik auch wirklich daran liegt, dass er die schweren Sachen sich die nötige Ruhe und die Konzentration nimmt und bei den leichten Selbstläufer. Ja. Passiert, kann nichts passieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Schwäche vom Erik. Weil Potenzial hat er ohne Ende. Das weiß ich, aus eigener Erfahrung. Also ist zu schlagen, definitiv, aber... Also wirkt ein bisschen konzentrierter. Als auch den leichten Ball, finde ich, hat er deutlich konzentrierter gespielt, als die 9 vorher zur 10. Ja gut, hier ist ja jetzt auch die Stellung entscheidend gewesen, dass er vernünftig zur 8 kommt. Eine perfekte Stellung, also wirklich perfekt. Geht nicht besser hier, die 6 zur 7. Auch sehr gut, ein bisschen Winkel mehr noch und dann ist die Sache durch. Ja. Genau. Absolut genau, wie man spielen muss. Hätte Nils Fähne auch nicht besser gespielt. Genau. Ja, und ich finde, jetzt ist es schon ein deutlicher Unterschied an seiner Körper, auch an seinem Stoß jetzt zu sehen, zu den 2 Partien davor. Er nimmt es doch jetzt ein bisschen ernster. Jetzt geht es dem Ende zu, 2-2. Gehe auch von aus, dass er die Stellung deutlich besser spielt jetzt als die davor. Na gut, verschießen darf man natürlich nicht. Ja, das ist der leichteste Ball von allen gewesen, das, was ich vorher gesagt habe. Wobei ich nicht glaube, er hatte von Körpersprache diesmal deutlich mehr Konzentration an den Tag gelegt. Ist mir auch gerade unklar, wieso der nicht reingegangen ist. Spielt noch mit sehr viel Effet, den hätte man auch ohne, aber so kommt er noch leichter zur Stellung. Ja. Gut, jeder wie er es mag. Ne? Genau. Ja,
Das ist auch wieder so, dass es sein kann, dass es als Links- und Rechtshänder ein ganz anderer Stoß ist. Tja. Da gibt der Erik eine sicher geglaubte Partie aus der Hand, ne? Ja. Zweimal hintereinander. So, jetzt haben wir ein 3:2 für den Konstantin. Jetzt ist der Erik schon unter Druck. Stark, ne? Unter Druck, ja. Aber das ist das auch, was wir vorhin schon erwähnt haben. Du musst halt in so einem Turnier nicht zwei Sätze gut spielen. Du musst hier bei so einer Round Robin, also Gruppenphase, musst du. Das ist das demonstrative Beispiel, ne? Wie das im Kopf, das ist eine Kopfsache gewesen. Ja. Nicht, dass er den nicht kann, sondern er ist einfach im Moment. Genau. Bringt er seinen Können nicht auf die Platte. Ne? Das ist der Punkt an der Sache. Und zeigt uns mal wieder. Du spielst dieses Spiel ja nur gegen dich selber, nicht gegen den Gegner. Eindeutig. An der Stelle hatte der Gegner ja nun gar nichts damit zu tun, sondern das pure eigene Unvermögen hat hier zugeschlagen. So sieht das aus. Trotzdem drücken wir ihm mal so als Halblokalmatador hier die Daumen, dass er das noch umbiegt. Absolut, klar. Also ja, Berliner haben wir heute, glaube ich, noch gar nicht am Live-Tisch gesehen? Nee, haben wir nicht. Okay. Die Berliner spielen ja auch bevorzugt natürlich die Donnerstag-Freitag-Gruppen. Haben sich ja auch, alle Berliner Guten haben sich ja durchgesetzt. Ja, mal gucken, wie weit es dann da noch geht, morgen mit den Jungs. Ja, der ging gerade so noch gut. Das könnte sein, dass der noch lang. Ja, der passt, geht noch. Ne? Da ist er nicht amused drüber, aber das geht. Nee, war nicht der Plan. Ja, war definitiv nicht der Plan. Aber er geht, ja, klar. Kann er seinen Fehler wieder reparieren? Ich bin ja manchmal ein bisschen komisch, aber ich finde ja den roten Handschuh gut. Der passt irgendwie zu ihm. Ja, es sieht absolut passend aus. Ja, ja. Erik ist ja immer auch sehr modebedacht. Der läuft ja auch immer schick rum. So, und jetzt zieh mal durch. Auch wenn die Bälle wackeln, jetzt zieh das mal durch, ne? Hat er schon einen großen Winkel gewählt? Ja, aber der ist. Von dir sitzt wieder. Ja, das täuscht, ne? Ja, von hier sieht er wieder ein bisschen. Wieder gucken, dass er da mit der neuen. Ja, genau. Jetzt genau, was du sagst. Hat sich wieder einen Winkel gegeben, wo die neuen ein bisschen stören kann. Wo er vorbeigeht, ne? Und demzufolge dann Tempo und Effet. Ja, genau, was du gesagt hast. Eben das. Ui, da kann er aber auch drei Kreuze machen. Bisschen Glück machen. Gehabt, ne? Ja. Das hätte jetzt auch voll schief gehen können. Das hätte jeder Kontakt. Ist zu vermeiden, wenn man es vermeiden kann. Ne? Jetzt auch. Aber wenigstens kann er die neuen diesmal. Doch, wobei die neuen davor lag auch vorm Loch. Ich wollte gerade sagen, wenigstens kann er die neuen diesmal nicht verschießen, aber die davor lag auch vorm Loch. Das war auch großzügig, ne? Ja, das ist für ihn natürlich auch sehr ärgerlich. Selbst wenn er jetzt noch gewinnt, hat er zwei Matchpunkte abgegeben, die überflüssig sind. Absolut. Klar. Das heißt, um den Gruppenersten wird es schwer, selbst wenn er dann Martin schlägt. Dann muss er schon ungeschlagen bleiben. Das sieht mir ein bisschen doll aus. Ja, ist es auch. Und den Ball hatten wir vorhin schon bei der Tina Vogelmann. Jo. Na, der ist sogar noch ein Stück schwerer. Der ist noch ein Stück schwerer, ja. Aber Tina hat den sehr schnell gespielt. Ich hoffe, er lässt sich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Jawohl, Erik. Siehst du, souverän. Genau, und so kommt es zum 3-3. Man merkt die Erleichterung. Ja. Hat jetzt, glaube ich, den Vorteil, anstoßen zu können, ja. Konstantin muss bauen. Hat also somit zumindest erstmal den ersten Stoß
Wenn eine fällt. Handshake. Das muss ich sowieso sagen. Also mir gefällt das, dass Billard sich immer weiter zum fairen Sport entwickelt. Also ich kenne das vor 30 Jahren noch ganz anders. Ja. Und da muss ich sagen, dass heute wirklich, also für 99,9% der Spieler meine Hand ins Feuer legen kann, dass sie fair spielen. So, da geht's nicht so ohne weiteres weiter. Außer er holt das Jumpkill, ja. Er guckt sich das an. Aber wie ich gesagt habe, er hat jetzt den Break, ist eine gefallen und er hat zumindest als Erster die Option, was zu machen. Also er ist jetzt nicht ganz darauf angewiesen, was passiert, wenn mein Gegner dran ist. Ist jetzt keine schöne Situation. Kann man aber mit einem Push vielleicht lösen, sich was hinzulegen, wo er meinte, ich kann es. Er kann es nicht, kann gleich auf zwei Vorbänder auf Safe spielen. Also ich sehe da schon Safe, der ist natürlich sehr schwer, aber zwei Vorbänder, so ein bisschen kontern. Eins rausbringen und die Weiße zur 2. Ja. Guckt er sich auch an. Guckt er tatsächlich, aber er spielt, glaube ich, direkt auf die 1, nicht über 2 Vorbahn. Und will den anders rausbringen. Genau, genau. Perfekt gemacht. Ja, das waren die beiden Optionen. Ne? Da hat keinen Push zu spielen, sondern safe zu versuchen. Ich finde, es auch richtig war, das zu machen. Hat jetzt ein bisschen Pech, also der Weg ist frei. Den kann er sehen. Ja. Würde ich jetzt aber in eine Kategorie unglücklich einordnen. Hat das schon super gespielt. Ja, das ist natürlich die große Chance, das Spiel durchzuschießen. Da drin. Ja, da war ich eben schon wieder. Jetzt hat er genau die beiden Winkel, die für ihn als Linkshänder natürlich gut zu spielen sind, gehabt, weil für den Rechtshänder wäre der Stoß davor, finde ich, schon wieder ein bisschen schwer. Ja. Optimales Blickfeld, konnte man gut sehen, gerade ausgerichtet alles. Ja, das kann er nur noch hoffen. Kann er nur noch hier unten auf die 8 hoffen, der Erik. Der sieht gut aus. Jetzt zurückziehen, richtigen Winkel in die 7 bringen. Also ich würde den jetzt so optisch sieht das so aus, als wenn es sinnvoll ist, den jetzt auf einen halben Weg zurückzuziehen, also so genau in die Hälfte der Position zwischen der 5 und der Weißen. Jetzt müssen wir mal auf dem Live-Bild gucken, das liegt relativ gerade der Ball, der sieht sehr gerade aus. Also müsste ein Zuchtball möglich sein, ich schätze mal so 40, 50 Zentimeter zurück oder ein Stück weiter sogar. Also ich würde auf keinen Fall den Winkel anders geben, so, dann kommt die 9 ja wieder ins Spiel. Ist, glaube ich, okay. Ja, hat der wird es noch gehen. Ne? Ja, aber ich hätte es easier gefunden, den halt 40 cm zurückzubringen und dann über die Bande zur 8 zu spielen. So ist kein Thema, ist ja Geschmackssache. Ist jetzt Left-Linkshänder, okay, das ist ein bisschen, ich glaube, da ist der Rechtshänder ein bisschen bevorteilt bei dem Stoß. Und muss jetzt über die große Bande oder zur Seite drücken. Sieht aus, als wenn er über die Bande geht. Versucht zu kontern, ja. Hat jetzt natürlich den langen, aber der ist okay, der ist über die Borglinie gelaufen, also das sollte durchaus machbarer Ball sein. Ist
noch genug Spiel zwischen 10 und 8. Also die stört nicht wirklich, auch optisch nicht, also die kommt gar nicht ins Blickfeld. Ja, das sind die Nerven, ne? Das ist jetzt der Nervenball. Ja, die Nervenbälle mehren sich, je weniger Bälle auf dem Tisch sind. Das läuft immer kontra. Aber man hat schon gesehen, den hat er nicht mehr mit allerletzter Konsequenz gespielt. Das war eher so ein sicheres Potten. Ja. Ah, und hat zu viel Winkel und lässt den liegen. Das glaube ich nicht. So kann man locker sagen, beide haben viele Partien liegen lassen auf die neuen. Ja. Sehr ärgerlich. Obwohl beide hervorragendes Potenzial haben. Beide leichte Bälle ausgelassen. Oh ja, da finde ich aber auch noch ganz schön riskanten Weg, den so nah überhaupt an die Mitte kommen zu lassen. Aber das Ergebnis gibt ihm recht. Das ist ein 100% Ball. Da gibt es kein Vertun. Wenn du das sagst. Ja. Das ist 100% Ball. Da gibt es kein Vertun mehr. Jupp. Ja, da ist er aber auch nochmal mit ein bisschen. Erst verschenkt er diesen Satz und dann kriegt er ihn zurück, ne? Ja, genau. Also, bis zum nächsten.